Also, um wirklich jedes Kneipenduell zu gewinnen, würde ich immer jedem empfehlen, erstmal den Arm fest aufzustellen, dann die Hand des Gegners zu greifen. Und ganz wichtig ist immer, ich bleibe immer mit meinem Unterarm an meinem Oberarm möglichst dicht dran. Also, das bedeutet, wenn ich negativ komme, bleibe ich dicht dran. Wenn ich positiv komme, bleibe ich dicht dran. Das ist so der erste wichtige Tipp. Zweiter wichtiger Tipp ist das Handgelenk. Ich versuche immer mein Handgelenk nicht negativ zu drehen, sondern immer positiv. Also immer einknicken, eng bleiben und dann jemanden runterschlagen. Und der dritte wichtige Tipp ist eigentlich Geschwindigkeit. Also wenn ich halt nicht stark genug bin, dann muss ich eben schnell genug sein. Deswegen, also, und Kraft ist ja Masse mal Beschleunigung. Und deswegen ist das eigentlich schon der wichtigste Tipp. Sollte ich direkt alle Kraft auf einmal aufwenden oder soll ich lange durchhalten und immer lange dagegen halten? Naja, also ich denke mal, wenn man gegen so einen schweren Brocken drückt, ist es doch am besten immer gleich die ganze Kraft aufzuwenden und den möglichst schnell zu schlagen. Also versuch's doch immer wieder. Okay, danke. Bitte.